Ich bin überzeugt, dass im Leben und in der Politik wichtig ist, verschiedene Sichtweisen zu verstehen und andere Blickwinkel einzunehmen. So kann man optimale Lösungen finden. Als Kantonsrätin würde ich mich besonders mit Weitsicht in der Raumplanung, Klarsicht durch erneuerbare Energien, Durchsicht für KMU und eine starke Bildung einsetzen. Als Schulleiterin ist es mir wichtig, dass die hohe Qualität in der Bildung erhalten bleibt. Eine gute Bildung stellt einen Mehrwert dar, weil sie in allen Lebensbereichen Auswirkungen hat. Da dürfen wir keinen Abstrich machen. Darum setze ich mich für gute Bildungsangebote auf allen Ebenen ein. Das ist es mir wert. Ich bin in der ersten Legislatur und merke, je mehr dass man weiss und könnt, wie interessanter wird es in der Politik. Darum würde es mich freuen, wenn ich die Luzerner Landschaft auch in den nächsten 4 Jahren im Kantonsrat vertreten darf. Hallo miteinander, ich komme von Gonsbau, mein Name ist Markus Bucher, ich bin ein Macher. Ich war schon an vielen Orten auf dieser Welt, aber bei uns, im Amtsorsi, ist es am schönsten. Wir haben so eine hohe Lebensqualität, zu der müssen wir Sorge haben. Darum setze ich mich ein für unsere Vereine und KMU. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf gonsbau.ch. Weil ich habe jetzt keine Zeit mit euch zu schnurren. Ich muss noch etwas machen. Mein Name ist Barbara Friedli, ich bin 47 und verheiratet. Ich wohne seit 15 Jahren mit meinem Mann in Sempach. Dank meinem Beruf als Tourismusfachfrau habe ich dir, die Region auch touristisch zu vermarkten. Als Mutter von 3 Kindern liegt mir alles am Herzen, was mit Familienpolitik zu tun hat. Sei es Vaterschaftsurlaub oder bezahlbare Krankenkassen. Und dann gibt es leider in unserer Region immer noch Orte, wo Radwege fehlen, was wichtig wäre für sichere Schulwege. Für Sättigs möchte ich mich im Kantonsrat einsetzen. Ich bin seit 7 Jahren Kantonsrätin und seit 6 Jahren Gemeindepräsidentin von Knutu. Und genau in diesem Spannungsfeld zwischen Kanton und Gemeinde ist eines meiner Kernthemen zu finden. Ich finde es enorm wichtig, dass Gemeinden in der Grösse und Struktur von Knutu im Kantonsrat vertreten sind. Weiter interessieren mich Bildungsfragen, Fragen zum Thema Soziales und Gesellschaftsfragen und Kultur. Ich genieße es, durch die Städtli Sorsi zu laufen und Menschen zu treffen. Das ist mir wichtig. So ist auch die Städtli und die Pfarrei mit Schenken zusammen Heimat. Für die möchte ich mich einsetzen in einer Wirtschaftspolitik, wo einerseits das Gewerbe, die KMUs und Betrieb ein gutes Umfeld finden, aber auch ihre soziale und ökologische Verantwortung wahrnehmen. Und ich möchte mich für eine Sozialpolitik engagieren, wo die Menschen gefördert werden in ihren Stärken und die schwach sind, dass sie das bekommen, was sie brauchen. Das ist mir wichtig. Darum möchte ich mich für Kompromisse und gute Lösungen engagieren. Ich bin verheiratet und Vater von 2 Kindern. Ich bin seit über 30 Jahren selbstständig und führe einen Elektrobetrieb. Als Unternehmer und Arbeitgeber setze ich mich stark ein für eine gut laufende Wirtschaft mit einer gescheiten Finanzpolitik. Und ich will, dass wir unsere Welt mindestens gleich gut in der nächsten Generation weitergeben können, wie wir sie angetreten haben. Als 5-facher Familienvater, Meisterbauer und Gemeinderat von Ottwil gefallen mir die schön gepflegten und vielfältigen Bauernhöfe in unserem Kanton Luzern. Umweltschutz und Raumplanung möchten aber uns Bauern mehr und mehr schaffen. Der Unternehmergeist von uns Bauern darf nicht durch Gesetze und Vorschriften vernichtet werden. Eine massvolle, betriebliche Aufstockung oder Erweiterung soll auch weiterhin noch möglich sein. Dafür würde ich mich gerne einsetzen. Salve, ich bin 44, habe eine Familie und wohne schon über 20 Jahre hier in der Region. Sie gefällt mir sehr gut, weil sie alles bietet, was man zum Leben, zum Arbeiten und für die Freizeit braucht. Ich wünschte mir aber einen Veloweg um den Sempacher See. Das würde die Sicherheit für die Velofahrer erhöhen und den Stress für die Autofahrer beim Überholen verkleinern. Ich weiss, von wann ich rede. Ich fahre beides. Ich möchte mich für unsere Region einsetzen, damit sie weiterhin so attraktiv und schön bleibt wie jetzt.
Mehr über mich finden Sie auf meiner Homepage www.alexandralehmann.ch. Als bisheriger Kantonsrat möchte ich mich weiter für unsere Region und für den Kanton einsetzen. Es ist wichtig, dass unsere wunderbare Gegend erhalten bleibt. Die aktuelle Entwicklung muss dringend nachhaltiger und schonender gesteuert werden. Es ist aber auch wichtig, dass die Wirtschaft und Gesellschaft gut und gerecht aneinander vorbeikommen. Mit der Politik auf Augenhöhe werde ich das engagiert, authentisch und bürgernah vorantreiben. Ich bin verheiratet und habe 3 Töchter. Arbeitgeber, KKL Luzern als Leiter, Gebäude und Sicherheit. Politisch Gemeindepräsident seit 6,5 Jahren. Meine Ziele sind, dass die Region Sursi weiterhin attraktiv bleibt und als zweitstarkes Zentrum im Kanton. Im Speziellen für attraktives Gewerbe, gute Bildung, zahlbaren Lebensraum für Familien und für Verkehr, der gut erschlossen ist. Und die Finanzen, wo das Gleichgewicht Kanton-Gemeinde wiederhergestellt ist. Danke für die Unterstützung. Als Geologe faszinieren mich die eiszeitlichen Landschaftsformen im Sauertal. Heute Grundwasserträger, das sind Schotter aus der Eiszeit. Eine wichtige Lebensgrundlage. Wenn wir die Natur die besser wahrnehmen und Freude daran haben, dann immer wieder politisch Willen entwickeln, Sorge zu haben.